Wobei ich mir ja bei Salina nicht vorstellen kann, dass sie noch Jungfrau ist. Wenn, dann ist es die andere, die entführt wurde. Tag, Trolle. Steinkleiner zurück. Du uns Sachen bringen? Ja, ich habe Zuckerstangen für euch. Oh, wie schön. Du noch mehr haben? Ja, die Mausefallen. Oh, wie schön. Du noch mehr haben? Ihr habt ihr die Zimfigur. Oh, wie schön. Du noch mehr haben? Ich habe euch Murmeln mitgebracht. Oh, wie schön. Du noch mehr haben? Mir ist es gelungen, ein Paket mit Kuschamazon zu besorgen. Du uns alle Sachen gebracht. Wir dann jetzt ziehen weiter. Ja, lecker Süßzeug und schöne kleine Dinge, die Trolle gut brauchen kann. Nun alles gut und Trolle werden gehen. Ja, wir finden bestimmt einen schönen Platz, wo ihr euch niederlassen könnt, wo keine Menschen in der Nähe sind. So, Spuren im Wald. Berichte Ebergrütz und Rombacher. Die Toll sind weitergezogen. Ich sollte Bauer Ebergrütz und Jäger Rombacher die gute Nachricht überbringen. Geschlossen, Trollwünsche. Ich habe Zuckerstangen bekommen und den Trollen gegeben. Es ist mir gelungen, Kurschamazungen aufzutreiben. Ich habe sie den Trollen gebracht, ja. Der Rest ist klar. Ich habe alle Dinge besorgen können, die sich die Troll gewünscht haben. Nun sind sie bereit, an einen anderen Ort weiterzuziehen. Ja, und danach machen wir mal einen Quicksave, dass wir nicht das alles nochmal machen müssen. Sicher ist sicher. Und? Habt ihr mit den Trollen gesprochen? Ja, das habe ich. Sie sind dazu bereit, weiterzuziehen, wenn ich ihnen ein paar Dinge beschaffe. Dann wünsche ich euch dabei viel Erfolg. Ich habe bereits alle Sachen für Sie besorgt, ihnen auch schon gebracht. Sie haben sich gleich auf den Weg gemacht. Da fällt mir aber ein Stein vom Herzen. Ach, ihr glaubt gar nicht, wie sehr mich diese Nachricht erfreut. Endlich können wir uns ungestört um den Wiederaufbau kümmern. Leider habe ich nicht mehr genügend Dukaten, um euch für eure Mühen angemessen zu entlohnen. Leer sollt ihr dennoch nicht ausgehen. Nehmt als Dank diese zwei Hühner. Oh, die kann ich bestimmt gut gebrauchen. Ich möchte mich auch bei euch bedanken. Nehmt bitte diese Anleitung zur Herstellung von Lederbändern aus Wildschweinfellen. Oh, danke. Die wird mir sicherlich gute Dienste leisten. Jetzt habe ich zwei Hühner. Spuren im Wald. Ja. Die Spuren stammen von drei Trollen, die in der Nähe des Hofes vom Bauer Ebergrütz niedergelassen haben. Ich konnte die Trolle überzeugen, die Gegend zu verlassen. Ich habe Bauer Ebergrütz und Jäger Rombacher berichtet, dass die Trolle Talon verlassen haben. So, jetzt habe ich zwei Hühner. Mit denen könnte ich dann in unser Anwesen wohl zurückkehren. Gut. Jetzt allerdings sind wir in Talon fertig. Das heißt, es geht als nächstes in die Blutberge. Erstens nochmal in die Burgruine. Oder erstmal zum Hof. Zum Hof, ja.
Mikrosümpfe, Blutberge. Mal sehen, kommen wir in Ruhe dort an oder gibt es wieder Probleme? Es gibt natürlich wieder Probleme. Dunkelwald. Feuerfliegen, die ignorieren wir einfach mal. Ach, ein Oger. Ja. Ein Zwerg. Ein Gut, nichts Besonderes, Gefährliches. Ach, eine Smaragdspinne, eine große noch. Dann wären die einfach vorbei. Bis jetzt ja. Das bringt hier alles irgendwie nichts. Reise fortsetzen, bitte. Also erst wieder zum Gutshof. Und dann zur Festung, weil ich habe mal nachgelesen. Ich habe in der Festung einen Teil der Statue übersehen. Der Statuette. Das werden wir dann nochmal schnell suchen gehen. Das sollte ja kein Problem sein. Oh, eine Fee. Eine Fee. Fee wurde aktualisiert. Ich bin in dem Blutberg einer Fee begegnet. Ich frage mich, was das zu bedeuten hat. Folge der Fee. Anscheinend möchte ich die Fee, dass ich hier folge. Wohin sie mich wohl führen mag. Noch mehr Feenstaub. Na kommt. Ihr könnt eigentlich nichts. Habe ich den zweiten Feenstaub jetzt eingesammelt? Ja. Die feinen Partikel scheinen wie aus purem Licht und schillern farbenfroh. Es ist offensichtlich, dass der Feenstaub nicht aus dieser Welt stammt. Natürlich ist die Fee bei den Bären da hinten.
Noch mehr Feenstaub. Okay, ein paar Wölfe. Feenstaub. Okay, die Fee ist jetzt zwischen diesen Pilzen. Waren die schon immer hier? Der Kurs scheint ein wahrer Fundus an Materialien für meine Forschungen zu sein. Erster unerwartete Glücksfall des Drachenangriffs in Talon, anhand dessen ich Studien zu den Auswirkungen von Furcht und Terror am menschlichen Objekt betreiben konnte. Und nun bietet ein Zugang zur Feenwelt mir weitere Forschungsmöglichkeiten hinsichtlich der menschlichen Natur an. Auf eine Gelegenheit, den nicht kontrollierbaren instinktiven Drang, den Neugier Menschen erzeugt, zu untersuchen, habe ich schon lange gewartet. Okay. Wirklich interessant. Um nicht zu sagen, außerordentlich interessant. Ach, hier seid es wieder. Ich habe mich bei unserer Begegnung den Talon. Wie er auftaucht, ist meist nichts Gutes zu erwarten. Mir scheint, als ob ihr die falsche Perspektive, die Dinge zu betrachten, gewählt habt. Ich bin lediglich ein unbeteiligter Betrachter des menschlichen Verhaltens in unterschiedlichen Lebenssituationen. Zu beobachten, wie ernst er sein kleines, unbedeutendes Leben nimmt, wie er unermüdlich nach Bedeutung, Macht und Reichtum strebt, ist zuweilen sogar recht unterhaltsam. Da sind eure Forschungsobjekte bestimmt dankbar, zu eurer Unterhaltung beitragen zu dürfen. Aber da ihr so erpicht darauf seid, die menschliche Neugier zu untersuchen, besitzt ihr bestimmt einige Informationen darüber, was uns, wenn wir unseren Dank nachgeben würden, in der Feenwelt erwarten würde. Was euch genau erwartet, das kann ich euch leider nicht sagen. Die Denkweise dieser Feenwesen ist im aventurischen Geist völlig fremd. Aber seid versichert, dass die Fee euch nicht ohne Grund hinter sich hergelockt hat. Was könnte dieser Grund sein? Nun, da gibt es eine Reihe von Möglichkeiten, über die ich spekulieren könnte. Ihr könnt aber sicher sein, dass es nicht einfach werden wird, nach Aventurien zurückzukehren. Rohe Gewalt wird euch ganz bestimmt nicht helfen. Überlegt euch also gut, ob ihr das Wagnis, das Tod durchschreiten, wirklich eingehen wollt. Für mich und meine Forschungen hat es sich auf jeden Fall schon gelohnt. Ich kann förmlich hören, wie die Gedanken in eurem Kopf hin und her schweifen und das für und wieder abwägen. Ich bin gespannt, wie ihr euch entscheiden werdet. Siegt die Vorsicht oder die Neugier? Oder vielleicht treibt euch auch die Gier nach Ruhm und Reichtum an. Doch, genug geredet. Trefft eure Entscheidung. Ich werde euch jetzt verlassen. Okay. Die Fee. Ja, ich bin der Fee bis zum Pilzfest gefolgt. Als sie ihn betreten hat, ist sie verschwunden. Es sieht so aus, als ob es sich bei dem Pilzkreis um ein Tor handelt und die Fee möchte, dass ich hier folge. Wer weiß, wohin mich das bringt. Klingt nach einer schönen Abwechslung. Feenwelt. Im Reich der Fee. Ich habe es gewagt und bin durch das Feentor geschritten. Ich bin gespannt, was mich hier erwartet. Swip, die Fee. Die Fee hat mich zu einem Pilzkreis geführt, der ein Tor in die Underwelt ist. Mal sehen, wie ich nach Aventurien zurückkehren kann. Ich habe es gewagt und bin durch das Feentor geschritten. Also hier ist eigentlich alles nur noch riesengroß. Hallo, Bea. Willkommen im Reich der Fee Laiea. Du bist sicher schon gespannt, was dich hier erwartet. Das bin ich allerdings. Freut mich zu hören. Bevor du zurückkehren kannst, musst du allerdings ein Rätsel lösen. Außerdem wirst du dafür eine Belohnung erhalten.